Hallo, was geht ab, euch? Und willkommen hier zur 29 Uhr Folge. Und natürlich ist heute FIFA 19 Mobile am Start. Vorhin um 17 Uhr gab es die FIFA 20 Mobile Beta. Also wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Let's go. Ich habe 5,9 Millionen Münzen. Ich habe ein paar Münzen durch das Saisonvorbereitungsevent bekommen. Und ich habe auch John Stones verkauft, den ich ja als Recordbreaker gezogen hatte. Leider gezogen hatte. Habe aber jetzt genügend Münzen dafür, um den Skill Boost hier zu verbessern, Skillboost halten für Martip. Zack, das mache ich auch direkt. Ja, Leute, und das Saisonvorbereitungsevent ist ja. Holy shit, Alter, war das laut. Erstmal leise machen. Ist ja rausgekommen und das Event ist wirklich mega, 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 mega geil. Ohne Witz, ne? Es ist endlich mal ein Event, was man wirklich suchten kann. Ich bin ja immer noch im ersten Fenster quasi. Ich habe die 99 Skillspiele jetzt schon durchgezogen. Versus Angriff habe ich, glaube ich, jetzt, keine Ahnung, 5 Siege oder so. Hab da jetzt nicht allzu viel gespielt, weil man kann auch 99 Mal Versus Angriff am Tag spielen. Finde ich ein bisschen zu übertrieben. 99 Mal, aber wir haben uns ja beschwert, dass man die Events nicht suchten kann. Jetzt kann man es suchten und deswegen möchte ich mich jetzt nicht darüber beschweren. Wenn ich halt 10 Spiele am Tag mache, dann mache ich halt nur 10 Spiele. Wenn jemand 99 Versus Angriff Spiele macht, dann ein dickes GG an denjenigen, der 99 Siege holt. Und halt 99 Mal das Versus Angriffsspiel macht. Werbung kann ich auch noch dreimal gucken, aber irgendwie funktioniert die Werbung bei mir nicht mehr. Wahrscheinlich muss ich einmal neu starten hier. Dann haben wir hier auch noch die Challenges gegen die CPU-Spiele. Ich habe das leicht oder das normale Spiel schon gemacht. Das schwere Spiel kann man auch easy packen. Und das extreme Spiel habe ich jetzt, glaube ich, dreimal probiert. Habe es aber leider direkt dreimal nicht geschafft. Ich habe 2-2 gespielt, aber man muss nach 90 Minuten gewinnen. Wo ich noch nicht so ganz richtig durchsehe. Ich habe jetzt 577 Punkte. Das ist natürlich verständlich. Mit diesen Punkten hier, das sind die Saisonvorbereitung-Tickets. Kann ich auch bei Transfer hier irgendwie nach vorne gehen? Und für diese Transfers brauche ich halt die Transferpunkte, um halt diese abzuholen hier. Skillboost würde ich mir eh nicht holen. Wenn, dann würde ich bis zum 8. Feld. Nee, wenn, dann würde ich. Keine Ahnung. Leute, ich check das hier noch nicht so ganz. Jetzt und später Punkte. Die sind natürlich wichtig. Jetzt und später Punkte. Weil mit denen kann man dann halt in FIFA 20 Mobile halt auch was am Anfang bekommen. Hier auch nochmal jetzt und später Punkte. Da müssen wir eigentlich hinkommen. Und um da hinzukommen, muss ich hier 5 vorwärts kaufen oder was? Und dafür brauche ich 500 dieser Punkte. Habe ich jetzt zwar schon. Oder was macht man damit am besten? Ich verstehe es nicht. Also, doch, ich verstehe es schon, aber ich habe jetzt quasi den ganzen Tag, oder was heißt den ganzen Tag? Ich habe jetzt die Skillspiele 100 Mal gespielt oder 99 Mal gespielt. Habe die 500 Punkte. Mit die 500 Punkte setze ich da jetzt ein, um 5 Felder vorwärts zu gehen. Oder wie checke ich das? Und dann brauche ich die Transferpunkte, um die Spiele abzuholen. Beziehungsweise ich möchte auf jeden Fall hier auf 16 kommen. Dann kriege ich nämlich die Jetzt- und Später-Punkte. Gibt es hier irgendwo anders nochmal die Jetzt? Oh, hier, guck mal, 3,5 Millionen Münzen. Also das Münzenproblem werden wir wohl mit dem Saisonvorbereitungsevent auch so mehr oder weniger lösen. Okay. Ja, also ich möchte zum 16. Ticket hier. Oder zum 16. Angebot, weil ich möchte Jetzt- und Später-Punkte einkassieren hier. Was gibt es eigentlich für Packs? Hier Bundle. Für 3000 FIFA Points kriegt man 500 Saisonvorbereitungstickets, 30 Transferpunkte und dann auch nochmal oben drauf 8 bis 60. Das ist schon wieder so eine. Boah, das ist heftig, Mann. Also nicht heftig im positiven Sinne, sondern heftig im negativen Sinne. Stellt euch mal vor, ihr kauft euch einen, so ein Bundle und bekommt dann 8 Transferpunkte und ein anderer kann sich das Pack auch holen und kriegt 60. Punkte. Klar, es hängt immer mit Glück zusammen, aber mit Punkten, keine Ahnung, da kann EA mal mehr gönnen, finde ich, mit solchen Bundles. Meine Meinung, genau. Wir können auf jeden Fall jetzt hier die Versus-Angriff-Spiele ein bisschen mehr suchten. 2, 3 Stück oder 4 Spiele machen wir auf jeden Fall. Und wir können auch nochmal eventuell versuchen, Marcelo zu trainieren. Das ist auch nochmal wichtig, weil ich habe 4,4 Millionen Münzen. Und kann mir jetzt ein paar Spieler holen. Ich habe auch überlegt, Leute, es gibt einen Luke Bacchio von Hertha. Und dieses Team übernimmt man ja in FIFA 20 Mobile. Das ist ja das Retro-Team, was man übernehmen kann in FIFA 20 Mobile. Man kann dann mit diesem Retro-Team zwar nicht dauerhaft spielen, aber bei bestimmten Events kann man halt mit diesem Retro-Team spielen von FIFA 19. Da habe ich mir überlegt, ob ich mir vielleicht einen Luke Bacchio vorne in den Sturm stelle. Dann müsste ich jetzt meinen,
Gabriel Jesus ersetzen. Aber was passiert denn mit dem Rang? Wisst ihr das? Wenn ich den Rang verliere, mache ich es nicht. Ich probiere es hier einfach mal. Oh, ich teste es mal mit Motiva. So, wenn ich jetzt hier... Ja, freischalten, zack. Habe ich dann auch einen Rang? Ja, ne? Dann habe ich auch Rang 1. Dann müsste ich auch einen Rang mit Luke Bakio dann haben. Das würde ja dann noch durchaus klar gehen, finde ich. Schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Klar, so an sich ist Gabriel Jesus ein geilerer Stürmer, aber Luke Bakio, ich denke halt jetzt daran, boah, dieses Team habe ich dann auch in FIFA 20 Mobile. Daran denke ich jetzt. Und dann wäre schon Luke Bakio, weil die Karten sehen heftig aus, Leute. Schaut euch hier Luke Bakio an. Also nicht nur Luke Bakio sieht heftig aus, alle Saisonvorbereitungsspieler sehen heftig aus, muss ich sagen. Luke Bakio. Ich glaube 91 hat er. Da ist er. Guckt euch diese Karte an. Ohne Witz, Mann. Brutal. Natürlich sind die Stats. Er hat 91 aktuell. Abschluss-Skillboost. Keine Ahnung, bei welchem Level ich dann da landen würde. Aber den würde ich schon feiern, wenn ich den im Sturm hätte. Eure Meinung dazu mal gerne unten rein in die Comments. Ich werde jetzt erstmal ein paar Verteidiger holen. Natürlich für Marcelo. Weil den kann ich oder möchte ich noch auf 100 hier bringen. Torwart mache ich da aus. Und dann... stellen wir den Preis ein und der Preis ist heiß, 500.000, ich weiß nicht. Gibt es vielleicht jetzt sogar billigere Spieler? Okay, nee, gibt's nicht. Heißt, ich muss noch höher gehen. Ich mach mal 6666. Ich hoffe, da kommen ein paar Spieler. Ich habe ja ordentlich, oh, was, Alter, 660 für einen 92er Pepe oder was? Jungs, warum sind die so angestiegen hier? 750.000 muss ich jetzt für einen Meisterspieler ausgeben oder was? Und ich brauche ja mindestens 5 oder so. Holy moly. Okay, ich glaube, das wird dann doch nichts, so wie ich es mir vorgestellt habe. Weil ich finde hier einfach auch so gar keinen Spieler. Zapata. Aber Zapata möchte ich mir jetzt nicht für 700.000 Münzen holen. Hier, den hätte ich mir geholt. Sané, aber der ist direkt weg. Leute, dann zocken wir jetzt versus Angriff. Was soll der Spaß hier? Gehen wir rein ins versus Angriffspiel. Holen wir nochmal ein paar Tickets hier. Anmeldekalender. Das ist auch cool, dass das wieder drin ist. So eine kleine... ja, so ein kleiner täglicher Bonus, ne? Hier, wenn man 7 Tage den Bonus abgeholt hat, kriegt man einen 93er Spieler. Wenn man 15 Tage abgeholt hat, kriegt man einen 96 Plus Spieler und dann hier auch nochmal diese Punkte. Jetzt und später Punkte. Was kriegt man hier ganz hinten? Boost, 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 Münzen, Rangpunkte auch nice. Okay, Rangpunkte sind nice. Boost, Boost, wahrscheinlich immer so jetzt wieder im Wechsel. Wahrscheinlich kommen jetzt hier gleich nochmal Rangpunkte. Oh ne, sogar ein Spieler. Oh, nice. Am 15. Tag kriegen wir noch einen Spieler dazu. Perfekt. Wunderbar. Okay, wir gehen rein in Versus Angriff, Leute. Wir gehen rein in Versus Angriff. Nicht das normale, sondern das Saisonvorbereitungs-Versus Angriff. Ganz klare Sache. Hier, zack, zack. Let's go. Auf geht's. Auf geht's. Mit meinem 117er Team. Also wie findet ihr das Event, Leute? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Aber ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Das ist endlich mal wieder ein geiles Event von EA. Und ich denke mal, EA hat jetzt endgültig gecheckt, dass wir nicht zufrieden sind mit irgendwelchen hingerotzten Events. Muss man einfach so sagen. 117 gegen 120. Egor. Eieiei, das wird eine Aufgabe. 3 Punkte besser. Ist schon ordentlich. Let's go. Let's go, runter damit auf Lukas. Auf ihn kann man sich ja verlassen, Leute. Habe ich ja nicht schon jetzt zum, sage ich jetzt nicht zum ersten Mal, sondern das wisst ihr ja. Und Rollet verliert die Kugel. Und Egor mit dem ersten Tor. Und Jesus, jawohl, 2-1. Komm nach vorne mit dem, mit der Kugel. Nein! Freistoß, Schiri! Herr Schiedsrichter, haben Sie Tomaten auf den Augen oder was? Mann. Da muss er vorbei. Wichtig. Jawohl, 3-3. Und nochmal runter. Na, so eindeutig, sage ich mal, wie ich es mir vorgestellt hätte für den Gegner, ist es natürlich gar nicht. Ich halte mich gut. Nein. Gerade sage ich es und dann kriege ich das Tor hier nicht hin. Mann. Jesus, jawohl, 5-5, der Gegner ist frei. Ach, 5-6, das war, ja,
Wahrscheinlich jetzt 5 zu 7 und dann kann man schon fast sagen, dass es war, ja. Jesus, 6 zu 7, der Gegner braucht einen Ballverlust. Der Gegner braucht einen Ballverlust, er macht das 6 zu 8. Ich muss jetzt auch natürlich, ich muss jede Chance nutzen jetzt. Der Gegner braucht einen Ballverlust, da hat er seinen Ballverlust. Jesus muss da durchkommen. Ich muss das Tor machen. Entweder mache ich das Tor jetzt. Gabriel Jesus, er macht das 8-8. Keine Ahnung, ob der Gegner noch das 9. Ne, macht er nicht. Perfekt, Leute. Ich spiele gegen ein 120er-Team unentschieden. Damit kann man zufrieden sein. Ist okay. Natürlich jetzt leider kein Sieg. Und dadurch auch keine Punkte. Aber ich habe den Gegner auch seine Punkte versaut. Muhahaha. Ich gehe rein ins nächste Angriffsspiel, weil, Leute, ihr wisst es ja, eine 20-Uhr-Folge beendet man natürlich nicht mit einer Niederlage. Ist ja ganz klar. Beziehungsweise ein Unentschieden. Mit einem Unentschieden könnte man rein theoretisch die 20-Uhr-Folge beenden. Aber ich möchte mit einem Sieg die heutige Folge hier beenden. Ihr könnt mal gerne reinschreiben in die Kommentare, was wir morgen machen sollen. Vielleicht so ein Bundle sogar öffnen, obwohl das Bundle... Okay, 109er Gegner-Team. Dankeschön, EA. EA hat Mitleid. EA möchte jetzt unbedingt, dass ich hier einen Sieg bekomme gegen Toretto. Liga Manchester, let's go. Apropos Liga. Das Liga-System habe ich ja noch gar nicht angesprochen, so, ne? FIFA 20 Mobile hatte ich ja auch die Wunschliste gestern hochgeladen. So, was ihr euch wünscht, was ich mir wünsche... genau, aber die Liga habe ich da halt gar nicht angesprochen. Ich würde mir auch wünschen, wenn in die Liga, sage ich mal, 100 mit rein können und nicht nur 31, weil die Liga ist immer so schnell voll. Und ich kann halt nicht alle annehmen, Leute. Das tut mir auch immer leid, wenn ich Anfragen, sage ich mal, ablehnen muss, aber ja, es ist halt so, ne? Natürlich wäre es am geilsten, wenn jeder in die Liga rein könnte, aber ich glaube, das wird EA nicht machen. Ich glaube, bei der Liga wird sich kaum was ändern, habe ich irgendwie im Gefühl. Ja, leider. Leider, leider, leider. Genau, so. Eckball, Marcelo auf Van Dijk. Van Dijk nickt das Ding ein. 6 zu 2, das ist eigentlich schon der vorzeitige Sieg. 4 Tore Vorsprung. Das machen wir easy. Easy peasy. Jesus nochmal nach oben auf Alexis. Alexis verliert die Kugel. Okay, jetzt hätte der Gegner durchaus rankommen können. Ne? Ich spiele hier, ich trödel rum. Ich mache jetzt mal nochmal das 7. Und ich würde sagen, ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall schon mal ein Däumchen nach oben da. Lasst ein Abo da, checkt das FIFA 20 Mobile Beta Video aus, was vorhin noch hingekommen ist. Und auch die gestrigen Videos, gestern war es ja richtig aktiv hier. Ich glaube, 3 Videos kamen insgesamt. Genau, checkt alles aus. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier raus an dieser Stelle. Neues Brawl Stars Video ist auch online. Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns, Leute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns ja spätestens morgen wieder, ist ja klar, ne? Jeden Tag Videos. Easy peasy, haut rein und tschüssi!